Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil am Ende gibt es eine richtig krasse Verlosung. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir. Alter, dass du das machst. Ich hätte damit wirklich niemals gerechnet. Echt? Also einmal hast du ja so angeteasert, du willst es wieder machen, hast aber nicht durchgezogen. Ja, das war letztes Jahr. Aber Leute, dieses Jahr ziehe ich das durch. Leute, wir sind hier schon weihnachtlich vorbereitet. Es ist ja auch schon Weihnachten fast. Ihr müsst ja alle in Weihnachtsstimmung kommen. Genau. Guck mal, bei dir kann man sogar die Farbe ändern. Oha! Gold! Nee, rot ist gut. Ja, selbst rot ist für mich perfekt. Leute, ihr seht es auf jeden Fall an meinem Titel. Wir machen heute früher versus heute! Aber nur von mir. Also du musst heute nichts machen. Leute, ich habe auf jeden Fall einige Lexi-Fotos von mir rausgesucht. Also damals, wo ich noch richtig beweglich war, das war im Jahr 2017, 18 oder sowas. Da habe ich nur Instagram gemacht und nur solche Fotos hochgeladen. Und ich werde diese Fotos heute nachstellen und ich war damals wirklich eine Schlange. Ich war eine Schlange. Mein Rücken war so. Ja. Ich konnte alles damit machen und ich werde die heute nachstellen. Aber auch Tumblr-Sachen, wie zum Beispiel meine Flickflacks, die waren ja damals auch ein bisschen besser. Ja, vielleicht. Das ist jetzt einfach mal mehr Sport machen. Vielleicht. Du auch? Ja, ist ja okay. Du wirst das Ganze moderieren. Ich bin Moderator. Ich hoffe, ich werde morgen keine Rückenschmerzen haben. Same wirst du. Okay, wir fangen an mit dem ersten Foto. Let's go! Fangen wir an mit dem ersten Foto und zwar, also es ist echt schon krass, ich habe es gerade erst gesehen, das hier. Also ich bin mir wirklich unsicher, ob du das hier hinbekommst. Ich bin mir auch unsicher, aber ich versuch's. Wir haben uns ja gerade vorher gedehnt. Natürlich. Wir brauchen jetzt diese Säule hier und ich hoffe, ich bekomme das hin. Okay, du musst es bewerten, ja? Okay, ich bewerte. Also ganz einfach. Ja, ganz einfach. Ja, das Bild ist von 2017, ganz einfach. Digga, das tut jetzt schon weh. Oh. Oha. So weh, oh mein Gott, und damals tat das gar nicht weh. Also am Ende, ich würde sagen, wenn das eine 10 von 10 ist, war es so eine 8 von 10, weil echt? Ich glaube, das geht noch ein bisschen krasser. Aber es sah schon extrem geil aus, ohne Spaß. Also 5 Jahre Unterschied, ne? Boah, brutal. Also wenn ich mich eine Woche dehne, dann kann ich das wieder. Glaub mir, dann kann ich das wieder. Okay, kommen wir zum nächsten. Und kommen wir zum nächsten. Das ist auch ganz, ganz krank. Der Rücken ist wirklich 90 Grad, der ist wirklich so, ne? Viel Spaß. Ja, dafür brauchen wir halt auch wieder die Säule, ne? Genau. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Also, ich gehe einmal ran. Oh, warte mal. Null Punkte! So, okay, jetzt muss ich einknicken. So, jetzt muss ich einmal bewerten. Oh! Weiter geil nicht! Es geht nicht weiter! Okay, aber ich muss sagen, es war auch wieder eine 8 von 10, weil die Krümmung, die sah schon gut aus. Ja. Also du hast wirklich wieder 90 Grad so geschafft. Ja. Aber deine Füße waren so. So. Hier sind die so perfekt an der Säule, so weißt du. Ja. Ja, also ein bisschen Übung brauchst du noch. Also eine 8 von 10. Ja, eine 8 von 10. Okay, wieder. Es geht da auch noch. Also easy, du hast ja früher nicht nur Flex-Sachen gemacht, sondern auch Touren-Sachen gemacht. Deswegen habe ich jetzt was für dich rausgesucht und zwar. Na, die sahen früher auf jeden Fall sehr brutal aus. Okay. Sahen wirklich jedes Mal geil aus, wenn du die gemacht hast. Deswegen, the stage is yours! Ja, ich gebe mein Bestes. Nochmal! Oh, okay. Es waren 4, komm schon! Das war schon 4, ja, das war schon geil. Wobei wir bei dem Video nie sehen, ob du noch einen machst. Ja. So, es war schon echt gut. Der Fail, der hat auf jeden Fall schon mal Minuspunkte gegeben. Und der erste Flickflack nach dem Ratschlag hat auf jeden Fall auch... Der war scheiße, ne? Ja, du bist so nach oben gegangen und nicht nach unten, aber da hast du dich nochmal gerettet. Also so all in all würde ich sagen 6,5 Punkte von dir. 6,5? Ja. Können wir nicht auf eine 7 kommen? Nein, 6,5. Mit dem Spagat am Ende? Ja, okay, komm, okay. 7! Kommen wir zum nächsten. Yes, und da gibt es wieder was Spannendes. Diesmal auf einem Trampolin. Also, wir waren ja auch gerade auf dem Trampolin. Okay. Also, eigentlich. Müsste ich hinbekommen. So ein Basic-Element. Okay, und go! Das war gut! Also, wenn wir sagen, wir gehen ja immer von dem aus. Das war auf jeden Fall eine 10 von 10 dann dementsprechend. Ja. War das auch eine 10 von 10? Ja! Kommen wir zum nächsten. Wir gehen wieder auf die Flex-Sachen. Ich hab das Und da hat. Gesehen. Ey, das ist echt gestört. Easy. Die lacht schon. Das hier. Ich frag mich, was da mit meinem Gesicht ist. Keine Ahnung. Also, wo ist mein Gesicht? Ich hab keine Ahnung. Man sieht das hier überhaupt nicht. Einfach ist einfach weg. Warte, mein Gesicht. Okay, ich habe ja nur das Foto. Ja. Und ich weiß nicht, wie genau du die Haltung da
gehalten hast. Ja. Jetzt habe ich so gesehen, so ein bisschen wackelig. Ja. Aber es gab einen Moment, wo es wirklich 1:1 so aussieht. Ich schwör's dir. Auf jeden Fall Respekt. Aber weil es so wackelig war, 9 von 10. Es hat sich gar nicht so angefühlt. Okay, gut. Und ein weiteres Flex-Foto, was ich hier habe. Das ist das hier. Handstand und dann die Beine so komplett nach vorne schmeißen. Das Foto ist einfach so random im Handy gemacht und das sieht einfach total aus, Alter. Okay, deswegen, ich probier's mal. Easy. Ich glaube, das gibt Punktabzüge. Ja, meine Balance. Nein! Also, manchmal kriege ich das hin, manchmal nicht. Also weil du schon in diese Haltung reingegangen bist, noch nicht so extrem wie hier. Ja. Ich sage so eine 2 von 10. So also, safe. Ja, safe. Aber du weißt, dass ich das eigentlich kann. Ja. So, jetzt hast du eins nicht geschafft. Es gab wenigstens, also ich war ja echt gütig, ich habe ja wenigstens noch 2 Punkte gegeben. Ja. Aber das ist auf jeden Fall Flex pur. Also ich weiß gar nicht, wie man seinen Rücken so verbiegen kann. 180 Grad. Jetzt sieht das Ganze nämlich so aus. Also hinlegen, auf den Bauch und dann sich komplett da so reinlegen. Ich probier's. Das Foto von wann ist das? 2017. 20. Juli 2017. 5 Jahre. 5,5 Jahre. 5,5 Jahre. Krank. Okay, das sieht schon mal nicht so gut aus. So funktioniert das. War es das schon jetzt? Oder willst du noch einen Versuch haben? Was? Ist aber. Boah. Also, es sah schon sehr schwierig für dich aus, da reinzukommen. Sehr schwierig. Hier sieht so aus, als wäre es für dich wirklich kein Problem. Es war für auch kein Problem. Zweites, deine Beine sind hier perfekt auf dem Boden, schön gestreckt, die Zehen so alles on point, eine gerade Linie und du warst gerade so ein Stück in der Luft mit deinen Beinen. Du warst nicht mal auf dem Boden. Nein. Und die Biegung war nicht mal ansatzweise. War da eine Lücke drin? Ja, safe. War auf jeden Fall eine Lücke. Das tut so weh. Also, Max, du hast es ja gemacht, aber maximal eine 5 von 10. Scheiße. Ich schwöre. Kommen wir zum nächsten Video. Sind auch Flickflacks, aber diesmal nicht auf einem Trampolin, sondern hier auf dem Boden. Ja. So, Isi hat vorher so einen Bogengang gemacht und dann, um Schwung zu holen, dann bam, bam, 2 richtig clean. 2 Stück, ne? Genau, okay. 2 richtig clean. Hau jetzt raus! Okay! Woo! Und go! Alter! Das hätte ich nie verlernt. Krank, also sie sehen wirklich on fire aus, dass wir so mit 80 noch machen können. Ja, ich schwöre. Also 10 von 10. 10 von 10. Kommen wir zu einem dynamischen Trick und zwar zu einem Vorwärtssalto. Ja! Isi hat den immer gemacht und ist immer auf dem Hintern gefallen. Ich immer weiß eigentlich nicht warum, es ist eigentlich so einfach. Ja, es gab aber auch Zeiten, wo du den geschafft hast. Ja. Also Isi, mach uns bitte einen schönen Vorwärtssalto. Ich probier's. Okay, komm. Yeah! Oh, yeah! Der Kameramann kurz gestorben, aber nicht schlimm. Oh mein Gott. Ich habe mir meinen Fuß umgeknickt. Kameramann ist gestorben. Sind alle umgefallen. Abonniert den Kanal, der ist witzig. Ehre an die Leute, die das Video bis hierhin geschaut haben. Jetzt kommen wir direkt zur Verlosung und die Verlosung ist dieses Mal richtig krass. Und zwar verlosen Laura und ich diese Woche eine PlayStation 5. Richtig nice, ich würde die am liebsten selber behalten. Das ist übrigens eine Digital Edition und nicht die Standard Edition, nur so zur Info. Ihr müsst dafür einfach nur unsere beiden Kanäle abonnieren. Lauras Kanal habe ich unten in der Infobox verlinkt. Unsere YouTube-Videos diese Woche liken und für eine höhere Gewinnchance kommentieren. Ihr habt jetzt die ganze Woche Zeit, weil am Sonntag wird ausgelost. Und ja, damit einer von euch diese wunderschöne PS5 gewinnt. Wir wünschen euch ganz viel Glück.